gut, wir können durch die Luke nach oben. Nee. Was ist denn das? Okay. Tagebuch. Teerflecken. Nun lesen wir erstmal das Tagebuch. This looks like some kind of diary or log of some kind. Können wir es lesen? Unlike almost everything in this room, it looks new. Lesen? Whoa! That seemed to make a lot of things happen at once. Alright, let's see now. October 13th. It's so hard to get accustomed to the sickening stench of this dreadful fishing town, but apparently it's important to him that we establish our base here, so we just take it. Decorating, coming along nicely. No end to the work. A lot of long and boring entries follow. Seems like some kind of complicated records. Let me skip ahead a bit. Let's see. July 6th. We're all accustomed to the stench. It's probably imbued in everyone by now. Summoned the Haunter, and he came in a flickering form of a tall, swarthy man with skin made of ebony. Ignored my words and asked for the book, then disappeared upon my answer. We must find it, no matter what. July 13th. His incomplete form is frustrating. Must find the book. We must find it. That idiot, Bright, left the hatch open and Lumen snuck up here into the summoning chamber to try to get the Haunter's mark. What did the fool think would happen? We don't even bother storing their ashes in the urn anymore. Just leave them there as a reminder to anyone stupid enough to try that again. August 6th. Sister Halo's Metchnik hobby proved to come in handy. Praise the Haunter! I could scarcely believe my senses when at last she finalized the structure and Brothers Bright and Gleam dropped the cannonball on it. Not only did it not destroy what she built, but it lodged itself in the circular space above the stone and is exerting such pressure on the latticework that you can take a shovel to it and it won't cave in. It's good to have some smart people join the ranks for a change. Only she and I know how to breach it and get to the stone, so that should at least keep our numbers from dropping. August 7th. Private investigator making waves in Darkham, looking for leads on the book. Might be a dark blessing in disguise. We just stay on his tail and track him, see if he digs up any leads. The book? The Necronomicon? Is that me they're talking about? August 13th. Rejoicing! It's very possible that the hostess's fetch dog has sniffed out the book. Time to retire him and go for the prize ourselves. Mm-hmm. Hostess. Why did that sound familiar? Anyway, that crazily angled stone. I wanted it. If only to get back at these star-obsessed maniacs. Okay. Gut, das Tagebuch haben wir. Erstes verwittertes Buch, zweites, drittes. Das ist der leuchtende Trapezoeder. Okay. Gucken wir eins nochmal an. It's the first book in a row. An arcane symbol adorns its cover. I guess it must have some importance to these starry loons for them to display it like this. I've opened it at its bookmark. The stone from the stars is a window on all time and space. It is within it that the Haunter sleeps while the yellow sun reigns, and it is from its circular gate that the Haunter's incomplete form rises when the words are spoken. Nor shall he ever rise in his true form until the forbidden book be by his side. No end to the work. Okay. Zweites. It's the second book in a row. There's some kind of symbol on its cover, and that's about it. Kein Lesezeichen? Achso, machen wir gleich. I guess it must have some importance to these starry loons for them to display it like this. I've opened it at its bookmark. It is known that touching the stone from the stars might cast upon a mortal being the mark of the Hunter. But none should do it unless prepared to face his cold black flames and turn to ashes and dust. No living soul can know whom the Haunter chooses to mark and grant vision beyond time and place. No end to the work. Jetzt sehe ich das erst hier. Bedienfeldlampen. Bevor ich jetzt das dritte mache, gucke ich mich, glaube ich, nochmal eben genauer um. Two lights have turned green. One light remaining. Two lights have turned green. Ja, okay. I think their only use is indicating stuff. Wahrscheinlich, genau. Warte, Altar war hier eben gerade. Wo ist der Altar? Da stand doch eben Altar. Kanonenkugel.
A pretty martial-looking cannonball suspended somehow above that glowing rock by some order of matchstick engineering genius. Ach, das ist das, wovon die von der Schwester da gesprochen haben? Okay. Was heißt das, dass das Ding zerstört wird, wenn das jemand antatscht? It's probably there as an extra deterrent to anyone wanting to snatch that purple thing below. Aber dann riskieren die doch, dass es zerstört wird. It looks really heavy. Like, really heavy. Hm. Schwer genug, um sich die in die Tasche zu stecken und das Banner da hinten, da unten rauszuholen? It's held in place firmly by the matches structure. Quite impressive and unmovable. Was? Warum? It's held in... Das Gitter. A delicate and intricate latticework of what looked to be matches, surrounding some jagged, shimmering stone and somehow supporting the kind of cannonball what looks like it was made to bring down battleships. Mm-hmm. I realize how crazy that sounds, yet here it is before me. Okay. It's made out of matches. 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 Hmm. Matches. Sag's doch nochmal. Kannst du es nochmal sagen? A delicate hint. Ah, okay. I realize how... Schade. Können wir hier irgendwas machen? Biting my lip. Eyes half closed with anticipation, I flicked my finger at one match, then another. Okay. The apparently fragile construction proved to be impervious to my attempts at unbalancing it. There was damn good engineering when you needed it the least. The structure would not collapse, no matter what. Errungenschaft freigeschaltet, Streichholzboxen. Okay, es wird sich nicht bewegen. Da ist eine Urne? The inscription above it says, Here lie in ashes, all brothers and sisters foolish enough to think that the stone from the stars chose them to be marked by the Haunter. Hmm. If the inscription is to be believed, those are human remains in there. Hat er in seinem Tagebuch auch geschrieben? I have no use for former cultists, in ash form or not. Intensiver Lichtstrahl. These dummies tried their best to tar the windows up, but an intense orange light symbolically shines through. Ooh. Können wir vielleicht irgendwas mitmachen? It bathes the crazy matchstick structure in a warm glow that strikingly contrasts with the whole starry death cult thing. Das ist doch was. Dust motes in the light and everything. Nice. Yeah, I know I don't get enough vitamin D, but this is not the time or place. Ach, oh, schade. Schade, schade, schade. Sollen wir mal weitergucken? Nee, des Mordes habe ich noch nicht. Habe ich auch schon länger nicht mehr gespielt. Ein Teleskop. An immense rusty telescope hanging intimidatingly overhead. Hm, einschüchternd, okay. Its most interesting feature, a big convex magnifying lens. Das heißt, es verstärkt Lichtstrahlen. It's too high for me to reach. Hm, okay. Intensiver Lichtstrahl. Da ist der Altar. Wir gucken uns den Altar an. I examine the darkened stone altar that held the trapezohedron. Creepy thing. Hm. Unusual markings adorned all sides of it. Hm. It looked as though it had been subject to intense high temperature conditions more than once. I shuddered at the thought of it being sacrificial. Hm. Fine dust surrounded it on all sides, gently blown to and fro by the draft coming from the open hatch. Vor allen Dingen, wie er sich das immer schön selber erzählt, als wenn er in einem billigen Detektivroman lesen würde. No idea how they got it up here, but I'm not budging it. That much is obvious. Alles klar, haben wir sonst soweit alles, Alter? Hatten wir eben schon. Ist hier sonst noch irgendwas? Dann würde ich sagen, das dritte verwitterte Buch. It's the third book in a row. The cover consists entirely of a weird symbol. Na dann. I guess it must have some importance to the... Das hatten wir schon. Dann schlag's mal auf. I've opened it at its bookmark. For the butcher is the end of all, and the followers of him who lingers on the night's threshold must keep the slaying one from ever setting eye or laying hand upon the book. The butcher brings but... The rest is unreadable. The butcher? Huh. That's new. Whoa! Na, was ist denn da jetzt passiert? Lesen wir mal in unserem Tagebuch nach. Ich glaube, mein Ausweg ist durch diese rissige Oberfläche. Ja, das hatten wir schon. Okay, Sternflagge ging nicht. Nach dem zu urteilen, was ich gelesen habe, ist diese
seltsame Trapezoeder-Ding von großer Bedeutung für diese Verrückten. Wie du mir, so ich dir. Sie entführen mich und verwehren mir die Symmetrie meiner Schuhe. Ich nehme ihr einen Edelstein mit. Mama Kitaib hat keinen Schwächling großgezogen. Okay, komm, jetzt kommen wir aber doch ran ans Teleskop, richtig? An immense rusty telescope, hanging intimidatingly overhead. Ja, aber es hängt jetzt so ein bisschen mehr in deiner Richtung, ne? Its most interesting feature, a big, convex magnifying lens. Ja, können wir es jetzt bewegen? Wouldn't know what to do with it. Was? Yeah, I know I don't get enough vitamin Ach, D, but Mensch, this is not the time or place. Du bist doch echt ein Vollhorst. It's held in place firmly by the mattress structure. Quite impressive and unmovable. Ja. Nein. The apparently fragile construction proved ja, to be... Ja, das hatten wir schon. Okay, du bist echt ein Vollhorst. Können wir die nochmal benutzen? But the butcher is the end. The rest. Okay, nee. Das zeigt nur an, dass die jetzt alle aktiviert. Schublade. Oh, da ist eine Schublade. There's a drawer underneath this urn thing. Hm. It doesn't look like it has a lock or anything. Hm, wo dann? Inside the dusty drawer, there was one solitary rusty spoon. Unwritten private investigator wisdom says you never know when you could use a rusty spoon. Mhm. Es gibt Menschen, die könnten ein ganzes Heer damit vernichten. A spoon. Good for scooping things out. I don't even want to speculate on what these lunatics were using it for. For a second, I considered carrying multiple cultists around in my pocket in ash form. You know, like a conversation piece. Then, I thought better. Schön. Komm, kannst du damit eventuell die Kanonenkugel bewegen? I couldn't scoop the cannonball out with my spoon, unfortunately. It was lodged firmly in the crazy matchstick lattice work. Okay, das geht ja. It's obvious that far more engineering went into this lattice than into the spoon. The spoon would lose this fight. Wir haben uns den Trapezoeder noch gar nicht richtig angeguckt, ne? It's a strange, self-illuminating weirdly angled rock thing. Alles klar. Its placement and the highly original security system tell me that this dingus must be of some critical importance to these starry knowledge Jamooks. It could be red, or purple, or red and purple at the same time. Hard to tell. Ja, aber wir können uns ja leider nicht mitnehmen, ne? Shiny. Shiny. Das will ich haben, es ist shiny. I'm not the kind of Joe what believes in the woo-woo, but this thing gives me a tough run of the heebies and jeebies. While at the same time, kinda calling to me. I really want to get my greedy private investigator paws on that crazily angled stone. Oh nein, wir sind besessen davon. The dubious match-constructed security structure won't let me get my hands on it. Seltsames Symbol. That's some kind of a cult scratch. Looks to symbolize that shine rock on the pedestal. It's making me a little uneasy if I'm being honest. Okay. It's just a drawing. Eerie, but a drawing. Okay, verdammt. Warum kann er denn... Can't reach it. Was? Das hängt... Oh, die Linse. Looks to be quite powerful. Ja, die hätte ich... Ach, ich weiß es. It's a magnifying lens. The convex type. Ja, lass mich raten. Wir können... I don't think I can pry it out with my bare hands. Nee, mit bare hands nicht, aber mit dem mächtigen, rostigen Löffel. I carefully place the spoon in between the lens and the metal covering it. Ja. Voila! The lens was now mine. Ja. Wo ist die Linse? Da ist die Linse. Verschmutzte Linse. Oh nein, wir müssen die Linse reinigen, Betten. I got this convex lens from that huge telescope. It's filthy. Blech. Und der Löffel ist natürlich weg. Das heißt, wir können sie nicht damit benutzen. The lens is way too dirty to let any light pass through. Hm.
Ich weiß, was wir brauchen. Die Frage ist nur, jetzt sind wir ja noch leichter, weil der Feuerlöscher ist nicht mehr da. Wir müssen das Sternenbanner haben. I never thought I'd say this, but I don't think I'm heavy enough. Me or the stuff I'm lugging around. Aber müssen wir doch gar nicht, oder? Können wir nicht das so sauber machen? Nah, I see it just fine. Not in the mood for star stuff. Yeah, star stuff, okay. Den will er nicht mitnehmen. Wir müssen, denke ich mir, mal die Linse reinigen. Und dafür bräuchten wir das Sternenbanner, aber er will ja nichts mitnehmen hier. Er will nicht das Fass mitnehmen, das Fenster, die Sternentapete. Nimm doch irgendeinen scheiß Müll mit, ist doch egal, Hauptsache du bist schwer genug. There of any utility. Probieren wir unsinnigen Kram aus. No need to tear it up. Ich teile dich gleich. Und mit den Pushen? I can see them just fine. Ich habe versucht, die Sternenflagge zu manipulieren, aber ich kann sie nicht abbrechen. Abbrechen, ja. Sternentapete. No need. I can see it just fine. Ich kann es gut sehen, großartig, ja, aber die ist dreckig. I ain't throwing it out there. Nein. Du musst das Ding sauber machen, das ist mir schon vollkommen klar. Aber wie? Irgendwas übersehen? Rissige, verbarrikadierte Sternenbanner. Bücher. Den Globus können wir gar nicht mehr. Bruder, können wir es an. Können wir doch an seinem Dings hier. Nah, I see it just fine. Muss natürlich genau wahrscheinlich mit diesem Sternenbanner gemacht werden, ne? Na, bla bla. Was hat es mit dem Schreibtisch auf sich? I'm not into this desk at all. Oder was übersehen? Das Teleskop können wir gar nicht mehr anklicken. Ich probiere jetzt alles aus hier, ne? Nah, we gotta respect those who've passed, regardless of their idiocy. Okay. Warum kann ich sie denn damit nicht sauber machen? Nee, das war nur der Altar, ne? Mit dem. I can see it just fine. Ich kann es gut sehen, bla. I don't think this is what I should be using a lens on. Ja, ich weiß, was du mit der Linse machen sollst, aber die ist wahrscheinlich nicht dreckig, nicht sauber genug. I feel like I'm getting closer here. Ja, ich glaube auch. I think I have the right idea, but I ain't there yet. Das können wir nur noch mal lesen, ne? October 13th. Decorate. Allah, let me summon the hall. Ignore. That is. Oh, it's alles only noch mal. August. Time. Ja. Anyway. Gut, Gott sei Dank. I'm getting closer, I can feel it, but that's not it. Kompulsiver Kombinierer. Okay. Na dann. Ach, damit kann ich gar nicht mehr interagieren. Okay. Da liegt auch nichts mehr. Irgendwelche Flecken, ne? Damit können wir nichts sauber machen. It already has a magnifying function. Mit deinem Schuh haben wir es noch nicht ausprobiert. I can see it fine as it is. Ich dachte, du wärst über die Trennung traurig gewesen. Mit dem Fass vielleicht. What am I thinking? Das weiß ich nicht. Sag du es mir, was du dabei denkst. Mit dem Müll willst du es ja auch nicht benutzen. Schmeiß es weg. I can see it just fine.
Nothing there of any utility. Nein, es geht darum, dass du dieses blöde... If I wanted any tar, there's plenty spilled on the floor. Ja, aber willst du ja nicht und du hast nichts mehr. Irgendwas übersehe ich wahrscheinlich. Sternentapete. Es kann noch so klein sein. Fotowand, Sternentapfenster, Tablet, Fotowand. Das ist das Fass. Mit der Tür können wir sonst gar nichts mehr außer rausgehen. Rissige Oberfläche, ja, das bringt nichts. Ich muss das Sternenbanner dafür benutzen. Na. Ja, du siehst das mal. Na, I see it just fine. Ja, das weiß ich. Benutz ihn. I don't want to disturb the guy. He's getting his beauty sleep. Na. Na, ich sehe. Das ist jetzt aber doof. Jetzt ist die Frage, was müssen wir tun? Ich habe keine Ahnung. If it ain't a Daniel Maroon rag, I don't want to read it. If it is, I don't want to read it. Okay. Oh Mann. Wir müssen das Sternenbanner, aber wie? Und wir haben ja uns nichts mehr. Doesn't help here. Ja, das hilft mir gar nichts. The light's not intense enough for it to do anything. Das ist mir klar, wir brauchen das Licht von oben. Aber sag du es mir. Nah. Die Sternenflagge, aber ich kann sie nicht abbrechen. Was ist das für eine Aussage? Ich kann ja auch so nichts kombinieren, ne? Das ist das Doofe. Und ich habe sonst nichts mehr. Boah. Schwierig. Da können wir auch nichts mehr mitnehmen. Sauberer Lappen. Willst du mich für Runde piepeln? Oh Gott, ich dachte... Oh. Wow, that's unexpected. Ja. A pristine rag in this smelly, filthy basement. Ja, wo kommt er plötzlich her? It might be useful at some point. Echt jetzt? No idea how this stayed so clean in this dump, but... I'm keeping it. Saubere Linse. All right. Nice and clean and letting the light through. Mhm. Alles klar. Jetzt aber. Sweet. Aber hallo. I okay. Most certainly did not burst into cold black flames. So much for this numbskull cult's credibility. It did feel, weird. Weird. Oh oh. Die Kanonenkugel, okay. I think I can pick it up now. Mhm. Jetzt sind wir garantiert schwer genug, um. Ich weiß nicht, was wir jetzt noch mit dem Sternenbanner machen sollen, aber ich will es jetzt haben. Alles klar. Sind wir jetzt schwer genug, bitte? Alright, I am now one cannonball heavier. Let's see what happens. That was a first and a last.
Errungenschaft freigeschaltet, sein Gewicht wert. Okay, Fahnenmast. Angucken. It's the former standard. No, it's just a flagpole. Hm. It looks really useful. Wollte ich doch sagen, reduziert das nicht einfach so. Nimm es mit. So. It's the crazily angled rock I lifted off these star heads. I hope I'm wrong, but I feel like it's somehow working on me. Damn. Und seltsamerweise sieht der Fahnenmast jetzt genauso aus wie der Trapezoeder und da ist ein Loch drin. Mhm. It would almost fit, but it'd be too loose. I need it firmly stuck in there. Stuck. Anyway, you boil it. That right there is your standard garden variety pole. Ja. Dann wir lesen mal in den Tagebucheintrag. Das haben wir erledigt. Ich glaube, mein Ausweg, rissige Oberfläche, schwungvoll. Ich habe den Stein. Er ist durch das Berühren nicht zerfallen, aber er fühlt sich so seltsam an. Könnte mir dieser seltsame Stein von Nutzen sein? Ich habe versucht, den Fahnenmast mit dem Sternstein zu kombinieren, aber er hat nicht gehalten. Was könnte denn so stacken, dass es hält? Die Teerpfütze. Let's get this stick, sticky. Oh, dieser Wortwitz. Okay. Jetzt haben wir einen klebrigen Fahnenmast. It's my pole. It's all sticky with tar now. Was? It's my pole. Okay. Was ist denn da? Okay, Vorschlaghammer. I made this bad boy out of a crazy rock from the stars and a sticky stick. As the kids might say, I've gone hard in the paint. Or... something. Okay. Ja, dann wissen wir, was wir jetzt tun sollen. Jetzt können wir raus, ne? Wir haben... Hol den Vorschlaghammer. Sie haben uns ein Denkmal gebaut. Und jeder Vollidiot... There's just one thing I want to say before I do it. Sag's. Oh, was? Wer die wesentliche Freiheit aufgibt, um vorübergehende Sicherheit zu erlangen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit. Was? Freiheit ist das, was wir mit dem tun, was uns angetan wird. Wer anderen die Freiheit verweigert, hat sie selbst nicht verdient. Der einzige Weg, auf eine unfreie Welt zu reagieren, ist so frei zu werden, dass die Existenz allein ein Akt der Rebellion ist. Was? Okay. Wer die wesentliche Freiheit aufgibt, um vorübergehende Sicherheit zu erlangen? Verdienen wir Freiheit auf Sicherheit? Nee. Freiheit ist das, was wir mit dem tun, was uns angetan wird. Ja, aber das klingt so martialisch. Wer anderen die Freiheit verweigert, hat sie selbst nicht verdient. Nee, das ist intolerant. Der einzige Weg, auf eine unfreie Welt zu reagieren, ist, so frei zu werden, dass die Existenz allein ein Akt der Rebellion ist. Das klingt ein bisschen nach Aufgabe. Schwierig. Irgendwie gehe ich mit allen vier Sachen nicht konform und mehr wird mir nicht angeboten. Ich dachte, wir würden jetzt hier à la Braveheart. Freiheit! So wie er ist, was würde er denn sagen? Einer die Freiheit verweigert, die selbst nicht verdient. Komm, zu ihm passt auf jeden Fall. Freiheit ist das, was wir mit dem tun, was uns angetan wird. Hammer time! Kapitel 3 Fischmaul. All right, you two, here we are. Ugh. Just call me when you need my services. I'm getting as far away from this dump as possible. See yous. Yep, thanks. So, here we are, kitty.
Fishmouth. Is this foul, rotting sea life odor in any way mouth-watering to you? Please, it's sickening, and I'd literally rather be anywhere else right now, but we've got a job to do. Let's find Finman's before we revisit my lunch and dinner. Errungenschaft freigeschaltet, Haken, Schnur und Stinker. Okay. Also wirklich jetzt Hammer Time. Ach, Mann. Und ich mache mir noch über die Tiefgründigkeit der Sätze Gedanken. Gut, wir sind in Fishmouth. Ich sag mal so, ja, die sieht nicht besonders Fischmaul-Bürgerwehr, sieht nicht besonders nett aus, aber die zum Beispiel hier, ein Mädchen und ihr Hund. Die sehen doch nett aus. Touristeninformationen, wir haben geschlossen. Gehen wir zur Bürgerwehr? Schmeißen die uns womöglich raus? Aber wir sind ja auch irgendwie reingekommen. Wir gucken uns die mal an. A couple of Fishmouthians. Looks like they're guarding that archway there. Die sehen aus wie dieses Bauernmotiv, ne? Von es gibt doch so ein allgegenwärtiges Motiv, wo die da so, ja, ist auch egal. Ist auch egal. Ja, wir gucken uns das an. They look very iconic. Mhm. Bekannt, ne? Kitty? I'm happily surrendering the pleasure of talking to that couple to you. Weiß nicht, ob ich mit denen reden möchte, aber gut, ich tu's. Hey, folks, mind if I squeeze through? We don't mind or nothing, stranger. We just strongly discourage it. Strongly discourage it? Okay, I can respect that. So, can you let me through anyway? We ain't shopping you. We just strongly discouraging it. Well, it's easy, really. Each one of you just has to take one step, no, half a step in the opposite direction, and we're all happy. We ain't stopping you, stranger, but we ain't moving either. Okay. Der alte Mann mit der Missgabe ist schön gemacht, der erinnert mich an mich. Okay. Nein, es gibt doch dieses Iconic hat er ja auch gesagt, es gibt doch so ein, ist das ein amerikanisches Motiv? Das ist so ein Bauernmotiv, da ist doch die eine Frau, die so starr nach... Oh, warte mal. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, aber da. Die so starr nach vorne, nach geradeaus guckt und der Mann hat so eine Mistgabel in der Hand und die gucken so beide irgendwie auf dem... Ist doch egal, ist ja nicht so... Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Bob Umstein, ja. Na, nun, erlauben Sie mir, mich vorzustellen? Allow me to introduce myself. My name's Buzz Kerwin and I'm a tourist here in this beautiful seaside town of yours. Martha. Martha Webfoot. Liz here's my husband Silas. We's the Fishmouth Citizens Brigade. Proud volunteers. Just watching over things, making sure the festival gonna go smooth. That's our job now. Smooth. Kommt schon, lasst mich durch, Leute. Mein Cousin wartet auf mich und das Essen wird kalt. Das Fest? Gibt es eine Möglichkeit, wie ich an euch vorbeikommen kann? Fest? The festival? It ain't got nothing to do with you or your kind. Yeah, that's why we strongly discouraging you from entering Fishmouth. But I'm a participant. Really? Judging by your accent, I would have said Eastern Orthodox. No, I mean I'm part of the festival. Then you're either a pilgrim or you're one of them entertainers. Pilgrim you ain't because you ain't got the garb. And you sure don't smell like one. So that'll make you an entertainer. Let's see that entertainer license. Oh, sie waren noch nicht fertig. Sie haben gesagt, ich soll einfach ohne reingehen. Pff, echte Künstler brauchen keine Lizenzen. Kann ich euch irgendwie überzeugen, mich rein durchzulassen? Seht mal hinter euch, eine dreibeinige Kröte. Ich glaube nicht, dass sie sich umdrehen werden. Echte Künstler brauchen keine Lizenzen. Sie waren noch nicht fertig. Sie haben gesagt, ich soll ohne reingehen. Ja, sind die so... dumm? Weiß ich nicht. Echte Künstler brauchen keine Lizenzen. Pff, real artists don't need licenses. Well then, real artists ain't getting any deeper inside Fishmouth.
Gut, die werden aber auch auf nichts anderes reingefahren, oder? Okay, sie waren noch nicht fertig. Sie haben gesagt, ich soll einfach ohne reingehen. It wasn't ready. They said just go in without it. Who said that? The committee. No license, no entry. Seht mal hinter euch, eine dreibeinige Kröte. Look behind you, a three-legged toad. Well, that must be Skippy, little Bartholomew Liverwort's pet. Cute little fella, bouncing all over the place. Use that third leg as a kickstand, seen it with my own eyes. Oh, brother. Okay, kann ich euch irgendwie überzeugen, mich durchzulassen? Is there anything I can do to convince you to let me through? Boy, you've really given up on trying anything creative-like, ain't you? We ain't letting you in without a license. Now, Silas, don't be talking nonsense. We ain't stopping anyone here. That's right, Martha. Oh, he's just... strongly discouraging. Gotcha. Okay. Ich komm wieder. I'll be back. I'll be back. We'll be here. Schön. Jetzt ist hier auf einmal Licht angegangen. War das vorher schon so? Wir oben. Ja, die hatten eben noch zu, ne? Schläger, können wir mit dem reden? Sollte ich mit dem reden? Ich weiß das nicht. Gucken wir uns hier mal an. It's a thuggish looking big guy smoking a horribly stinky cigarette. I'm not sure I want to mess with this particular local. Das hört sie auch nicht. Was? Achso, das sind die Webfoods, ja. I don't think we can take him, Buzz. Ich möchte mich mit ihm auch nicht anlegen. Hello there, sir. Buzz. Off. Actually, funny thing about that. I mean it, out-of-towner. Okay. Turns out he's not the approachable type. Oh, you're damn right I ain't. Turns out he's not the approachable type. You're damn right I ain't. Schade. Okay. Wir kommen da auch nicht weiter. Wir gehen da gleich noch rein. Tür mit grünem Licht. Was macht es? Es leuchtet grün. Green light shining through this particular door's window. I don't know what's going on in there, but it's intensely green. You'd probably need protection glasses in there. Kitty? She doesn't come with a lockpick feature. Zing! Warum nicht? Okay, können wir irgendwas machen? Hello. Go away. Oh, but you see, I'm just interested in local culture and... Go away. Okay. Can I interest you in... Go away. Can I interest you in... Go away. Okay, alles klar. Das Gebäude können wir uns angucken. Moldy old buildings receding into darkness, and everything smells horribly of fish and fish things. Das klingt so poetisch. Boy, am I glad to be here in Fishmouth. Not really. I don't think she has an opinion. Okay, hat sie nicht? No. No. Tür mit violettem Licht. There's an intense purple light shining through the window in this door. I kind of like purple. Makes for a very moody vibe. I can see why they went with it. Jo. Other than that, it's a door. Okay. She doesn't come with a lock. Keine Dietrich, und jetzt hier? Hello? Go away. But maybe I have a very important message to deliver. Go away. Nah, they're not friendly. Schade. Dann reden wir jetzt, oder wir gucken erstmal im...
It's a kid and her dog, staring down at the water. Aber die sehen beide so nett aus. Kids, man. Not a care in the world. Ob das heute noch so stimmt, weiß ich nicht. Oder ob man... Als Kind hatte man immer das Gefühl, dass man viele Sorgen hat, oder? Kitty? I'm afraid talking to little kids is on you while we're on this quest. Na dann. Hey, kid. Good evening, sir. I'm Buzz. What's your name? I'm Annie. Annie Pole. This is my doggy woggy Tad. Nice to meet you, Annie and Tad Pole. Oh, süß. Was machst du so? Was trinkst du da? Ist alles in Ordnung mit Tad? Okay, was machst du so? So, what you up to? Just waiting for my cousin. She was supposed to show up a half an hour ago. It's not like her to be this late. Wie heißt deine Cousine? What's your cousin's name? Priscilla. Whoa! Really? You know her? Maybe. Well, hope she shows up real soon. Yeah, me too. I hope everything's all right. Eigentlich schon. Was trinkst du da, Annie? What are you drinking there, Annie? Dolphin's milk. It's really good for you, very nutritious. Yeah, I bet it is. Okay. Was entbehren? Warum? Was wollen wir damit? Hey, Annie. Think you could spare some of that dolphin milk? I would, but I might need to share it with Tad a bit later. See, he's really hungry, and my cousin's running really, really late. Oh, poor Tad. Poor Tad. So he likes milk, huh? Not really. He'd prefer a sandwich. But he'll have to settle for milk, because it's all I've got. Got it. Ein Sandwich. Tad ist voll süß, der Hund. Okay, also momentan nicht. Wir bräuchten ein Sandwich, was immer das jetzt aus... Vielleicht soll das ein Sandwich sein, weiß ich nicht. Um ihr das zu geben, damit sie Tad füttern kann. Und dann gibt sie uns Delfinmilch ab. Ich weiß nicht, was ich damit will, aber gut. Ist alles in Ordnung mit ihm? Is everything okay with Tad? What do you mean? Well, his eyes are... Wide apart? Yeah, he just sees more that way. He sometimes misses things coming straight at him, but I keep an eye out for them. That's nice of you. Oh God, okay. Gut, wir sehen uns. See ya, Annie. Later, Buzz. Ich mag die. Die ist aber anders als ihre Cousine. Gut, dann gehen wir zu Schild über die Tür. Da ist ein Loch oben. Das ist ein Fenster. Das ist ein Fenster. It says Fishmouth Tourist Board, Tourist Information. Wo geht Killian gerade hin? Was macht sie da? Achso, sie setzt sich da einfach nur hin. Okay. Sounds useful, I guess. Mhm. Kitty can't read. Yet. Genau, noch nicht. It's fine where it's at. Gut, haben wir eigentlich noch irgendwas im Inventar? Ja, haben wir tatsächlich. Oh, warte. A resounding no. Achso, hätte ja sein können. Okay, gut. Es ist kein Sandwich, also... Okay. Ja. Beunruhigende Bilder. Tentakelbild. Beunruhigende Bilder. A cornucopia of... You should not be using words you don't know the meaning of. A lot of creepy paintings, mostly fishing related. Fishermen, tentacles, barnacles, and greenish people? Okay. Not her type of art. Nee, sie mag deutsche Expressionisten, glaube ich, ne? Hat sie gesagt? Not my type of art. Oh, nicht deine, okay. Beunruhigende Bilder, beunruhigende Bilder, beunruhigende Bilder. Beunruhigende Bilder, beunruhigende Bilder. Beunruhigende Bücher, beunruhigender Mensch. Alles hier beunruhigend. Kaffeetassen. They all say Fishmouth. Ew.
Naja, ist Touristeninformation. I agree with the sentiment. Wahrscheinlich kann man die kaufen. I'm not your personal miniature thief, Buzz. Miniature. Cute. I can't just swipe one. Better talk to the clerk. Gut. Multitool-ähnliches Ding. It's a multi-tool-looking thing. They've always intimidated me. Ja, sie sind so multi, ne? Looks over-sophisticated to me. I'm not your personal... Miniature. I can't just... Okay, nichts klauen. T-Shirt. I went to Fishmouth and all I got was out of there real fast. Okay, so ein T-Shirt hätte ich gerne. Appropriate. Mhm. Nein, klauen wollen wir nicht. Disketten. Interactive guide on floppy disk. There's something you don't see every day. Floppy disk. Cool. Must be nice to see CRC error again in this day and age. Nee, das war wahrscheinlich alles klauen. Was haben wir? Magnete. Some kind of Fishmouth-themed fridge magnets. Mhm. Magnets. How do they work? Richtig. Das wäre alles sicherlich klauen. Watersworth steht da, Angestellter. Sonst irgendwas? Nö, wir können, glaube ich, nur mit ihm. Schnapsflasche. Aha. It's a bottle of really fancy liquor. Mhm. The label's almost peeled off it. Hm. Nah, I don't need her assistance. Das heißt, du nimmst die so? Well, I won't just swipe the man's liquor from under his nose, but I doubt he'll be missing the label on the bottle, right? Exotic liquor. Okay, wir haben einen. Gut, dann reden wir mit dem Angestellter. Wir gucken ihn mal eben erstmal an. It's the clerk in charge of this tourist info point. Mhm. He looks, sophisticated? Sophisticated? Okay. Kitty? I'll leave you the pleasure of talking to him. Na klar, machen wir. Hello! Good evening, sir, and welcome to our info point. My name's William LQPW Watersworth, and I'm an official representative of the Fishmouth Tourist Board. What can I do for you today, sir? Sehr motiviert. Schöner Abend, was? Nice evening we're having, huh? Nice is not a notion commonly associated with Fishmouth. While the evening, per se, with its undeniable charm and pleasant temperature, would qualify as nice, we are in Fishmouth. Therefore, I submit that it's a horrendous evening. Okay. Okay. Ich bin hier im Fisch... Ja. I'm here to visit Fishmouth for a while. If I may say so, sir. That is a horrible idea. Yeah, I thought I'd... What? Did you just say horrible idea? Why, of course. Fishmouth is a run-down, rotting, almost abandoned mockery of a town. Nothing to visit, the people are anything but hospitable, and we're really not accepting of strangers during this particular time of year. I thought you represented the Fishmouth Tourist Board. I do. You're a tourist, correct? Am I not informing you, sir? I do not see how this is confusing. Okay. Abstoßender. Sagen Sie, gibt es hier noch eine Begrüßungsgeschenke hier? Ich bin ein Entertainer. Sie haben gesagt, Sie sehen Fremde zu dieser Jahreszeit nicht gerne. You said you're not accepting of strangers this particular time of year. Are you more accepting at other times? No, not really. No. Kommt es mir so nur so vor oder wollen Sie die Leute vom Fischmaul fernhalten? Is it me or are you going out of your way to drive people away from Fishmouth? Oh, we only have the tourist's best interest at heart. The best thing a tourist can do in Fishmouth is not be one. Be one what? A tourist in Fishmouth. Gut, welcher Teil von Fishmouth ist... Was? Warum wollen Sie mich hier nicht? Why do you not want me in Fishmouth? Oh, sir, you might have misunderstood. It's not that we don't want you in Fishmouth. We don't really want anyone here. Ever. Is that an economically sound attitude you guys are having as a community? It is the will of the majority, sir. Hmm.
Gut, welcher Teil von Fishmouth ist der abstoßendste? Which part of Fishmouth do you think is the absolute most repugnant to a visitor? That's got to be this plaza here we're situated in for sure. Really? What about the rest of the town? Oh, just as horrible. No, even more horrible. Thanks for clearing that up. Okay. Anders überlegt, nö. Gibt's Begrüßungsgeschenke? Say, you've got these, welcoming gifts here. Corrections are the going-away gifts, which we do encourage you to do at your earliest convenience. Yeah, what's on offer? You may choose between 5 options, sir. A jolly good fridge magnet with the inscription, Fishmouth. Not even once. A leather T-shaped shirt that says, I went to Fishmouth and all I got was out of there real fast. Horrible grammar, I know. A coffee mug reading, Fishmouth. Yeah. A Fishmouth Tourist Attractions interactive guide on floppy disk. There's really nothing to see, so no point in wasting DVDs on it. And finally, by far the most popular choice, the Fishmouth Multi-Tool. Opens anything, provides hints, helps solve puzzles, yeah. Coerces people to reveal passwords, yeah. Requires ceremony, shaving of head, yeah. Stripping down to underwear, yeah. Slight change of religion, oh yeah. 6-month-long vow of silence and a little blood sacrifice. Very useful tool. Will which one of the 5 shall it multi-tool, be? Multi-tool. Was? Ich kann mich noch nicht entscheiden. Doch, Multi-tool. Kann man nicht entscheiden? Doch, Multitool. I can't decide yet. Very well, sir. Do return upon having chosen wisely. Multitool. That's a promise. Steht hier auch going away gifts. About that going away gift. I think you've made a wise decision. Alles klar. Ja, ja, ich glaube auch, das werden wir nicht kriegen. I can't very well. That's a promise. Okay, Mr. Watersworth, ich werde reinen Tisch machen. Ich bin ein Entertainer. Mr. Watersworth, I will come clean. I'm one of the entertainers. What is this you speak of, sir? I don't understand. Lassen wir das mit den Spielchen? Das Fest, Mr. Watersworth. Wie bekomme ich hier eine offizielle Entertainer-Lizenz? The festival, Mr. Watersworth. Is this where I pick up my official entertainer license? You are very, very, very early, Mr... Yes, I wanted to get a feel of the place before my performance. It's a habit of mine. Don't worry, I've arranged for my stay in advance. Very well, sir. What type of entertainment should I look under? Ich kann ein Publikum in weniger als 30 Sekunden zerstreuen, ja. Ich habe eine sprechende Katze. Aber dann sind wir ja nicht der Entertainer, oder? Ich erspiele Laute. Wollen wir mal gucken, ob alles geht? Stand-up-Comedian. Sprechende Katze? I have this talking cat. All right, let me see here. Mr. Thornston and his horrible singing beast, is it? Sure is. Oh, no, it isn't. Well, what do you know? It does speak. Oh, do make it sing, Mr. Thornston. It's time to stop being so modest, Kitty. The public wants you. Besides, I think Mr. Watersworth needs to be convinced of your singing abilities, lest he just give some imposters our license. Quite right, Mr. Thornston. We will talk about this, Mr. Thornston. What would you do with a Fishmouth sailor? What would you do with a Fishmouth sailor? What would you do with a Fishmouth sailor? In the morning. Fischmaus jemand zu sagen. That was something indeed. Memorable, huh?
To say the least, sir. Here's your license, Mr. Thornston. Ich hätte die anderen Sachen ausprobieren sollen. Verdammt. Enjoy your stay and... I know, keep out of everybody's business. Have a great evening, Mr. Watersworth. Doubtful. Goodbye. License. Got a license to kill. Definitiv. Abschiedsgeschenk kriege ich jetzt? Das haben Sie sich anders überlegt? Any change of heart about me visiting your lovely town? No, and not a chance of it in the foreseeable future either. Thought I'd check. Okay, immer noch nicht, ne? About that going away gift. Thank you. No. I, Very ja, well, ja, ja, sehr gut. That's a promise. Ja, ja, ja. Wir sehen uns. Be seeing ya. I wish you would reconsider. Good day. Label saying rare exotic liquor. Okay. It's still a bit sticky. Could be reused. This fine piece of paper claims I'm an official festival entertainer. Ja, und die Sachen können wir nur dann uns nehmen oder vielleicht auch gar nicht nehmen. Wahrscheinlich müssen wir uns wirklich für eine Sache entscheiden, aber ich wage zu bezweifeln. Wahrscheinlich ist es nachher weggegeben oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Okay, wir gehen raus. Und ich würde sagen, wir haben ja jetzt die Lizenz, das heißt, wir können jetzt hier durch. Aber ich würde sagen, ich mache für heute Feierabend, weil so lange wollte ich heute eigentlich gar nicht streamen. Wir sind schon fast bis 20 vor 10. Ich denke mal, es ist okay. Ja, das ist okay. Normalerweise würde ich Freitag auch gar nicht streamen. Und ich hoffe, nächste Woche ist wieder alles so ein bisschen gesettelt und wieder ein bisschen... Aber es macht echt Spaß. Es ist ein tolles Spiel und wir sind ein gutes Stück weitergekommen heute. Ich muss sagen, das war schon mal nicht schlecht. Das heißt, wir werden, hat sich schön gemacht eben das Ding, wir werden für heute Feierabend machen.